Hallo, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, hä, was, wie? Maleficent von Disney? Die gehört doch überhaupt nicht zu den DreamWorks Dragons dazu. Ja, habt ihr vollkommen recht. Aber ich mache hier gerade die Repaints zu diesen Pudding-Figürchen, wo heute übrigens wieder Light Fury drankommt. Ja, und ich dachte mir, bemal doch mal Light Fury als Maleficent, die dunkle Fee. Ja, es gibt ja da einige Persönlichkeiten, die man auf die kleinen goldigen Viecher hier projizieren kann. Und das habe ich gemacht, Leute. Das habe ich gemacht. Zwar nicht nach diesem Vorbild, sondern eher nach dem DVD, nach dem Blu-ray-Cover, wo Maleficent abgebildet ist. Na, hat aber auch so diesen Lidschatten, dieses Hörnchen, ja, also diesen Umhang mit Hörnchen an, den Kragen und auch die Wimpern, nur halt ein bisschen in anderen Farben. So, zum heutigen Repaint habe ich benutzt zum einen dieses Blau hier. Ihr wisst, ich nehme immer diese Email Color Farben. Super Lack, hält prima. Dann habe ich noch genommen, ganz klar, Maleficent, ein Schwarz, ein schönes glänzendes Schwarz. Dann habe ich noch dieses Grün hier benutzt. Ich halte es mal richtig rum in die Kamera. Und selbstverständlich, ganz klar, dieses Weiß hier mit der Nummer 4. Und wer denkt, es war schon alles? Nein, ich habe auch noch dieses Rot hier benutzt. Du liebe Zeit, warum denn dieses Rot? Ja, das schauen wir uns jetzt an, denn hier kommt Light Fury Maleficent. So sieht sie aus, die Gute, ne? Pfeift euch das rein. Also, wir haben hier natürlich die blutroten Lippen und ich finde, es passt sogar. Dann habe ich hier natürlich die Augen mit Schwarz bemalt, auch die Wimpern hier hinten raus, immer zwei Wimpern auf jeder Seite, also ein toller Eyeliner das Ganze. Hab's hier noch in die Augenbraue weitergezogen und in diese Fläche hier einfach noch dieses Grün rein bemalt. Ich wollte Türkis oder Violett nehmen, hatte ich aber nicht, also habe ich dieses Grün genommen. Das kommt dem Ganzen eigentlich noch am nächsten. Dann natürlich noch Lichtpunkte gesetzt. Die Augen selbst habe ich nicht neu bemalt, also die sind noch original. Das seht ihr hier, das ist genau das gleiche Hellblau. Aber ihr seht schon, mit dem Lichtpunkt kriegt die Figur gleich viel mehr Leben, als ihr es links hier seht. Ja? So, dann natürlich ihr schwarzes Cape, diesen Umhang, das sie hier anhat, habe ich hier noch ein bisschen blau reingemalt. Denn auf dem Cover schimmert es auch. Bei dieser Figur hier, seht ihr ja, sind die Hörnchen auch so ein bisschen unterteilt. Beziehungsweise ihr seht hier auch ein Muster auf ihrem Cape. Ja, und das habe ich hier einfach nur ganz grob angedeutet. Ich finde, es passt auch ziemlich gut zu den Farben. Ja, und dann hat sie ja noch einen riesen Kragen. Das könnte ich hier natürlich nicht dran machen unterm Kopf. Ich habe es jetzt einfach unterhalb hingemalt. Das muss man nicht als Kragen interpretieren, aber ich finde, es passt einfach gut zur Figur. Ne? Ich habe es hier auch noch mit dem Schlenker auslaufen lassen, links und rechts, und habe noch einen blauen Strich jeweils links und rechts reingemalt. Flügelchen habe ich weiß gelassen. Ich habe dieses schwarze Teil, also diese schwarze Kapuze, auch nur bis zum Hals bemalt. Ja, den Rest habe ich einfach weiß gelassen und hier vorne einfach noch den Kragen als Ornament angebracht. Das ist alles. Das hier ist meine Maleficent Light Fury und ich finde, die ist gar nicht mal so schlecht geworden. Ist auch nicht wirklich aufwendig, ging relativ schnell. Man muss halt immer zwischendurch ein bisschen trocknen lassen, damit man hier zum Beispiel auf das Schwarz das Blau hier auftragen kann oder das Grün in das Schwarz. Aber das Schwarz trocknet relativ schnell, von dem her stellt es kein Problem dar. Ja, also hier haben wir zwei Maleficent-Versionen. Das hier ist eher aus dem Zeichentrickfilm Maleficent und rechts haben wir eher so die Version von oder mit Angelina Jolie. Die modernere Maleficent, wenn man es so sehen möchte. Ja, und ihr seht, wie klein die Figuren hier sind im Gegensatz zu den Funko-Püppis. Ja, okay, ihr Lieben. Das war es eigentlich auch schon dazu. Ja, ganz kurzes Review zu diesem schnuckeligen kleinen Repaint mit Kuss oder Schmollmund, je nachdem, wie ihr das interpretieren wollt. Ich finde es, wie schon gesagt, mega passend. Und ja, ich habe einfach meinen Spaß an so kleinen Figürchen. Ihr Lieben, das soll natürlich auch nur eine Anregung sein für euch, falls ihr auch doppelte Figuren habt, könnt ihr auch anmalen. Ist ganz einfach. Ich kann es nicht, ihr könnt es garantiert besser als ich.
Und das hier ist einfach nur eine kleine Idee. Und macht sich super gut im Regal neben den anderen kleinen Light Fury Figürchen von den Pudding-Eiern. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Ich sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay!